Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Destroy All Humans. So, wir hatten jetzt neue Upgrades bekommen. Und zwar einmal hier für die Schallwellen den Verstärker auf 11. Die Zerstörung eines Fahrzeugs löst eine starke Schockwelle aus. Durch die Schockwelle zerstörte Fahrzeuge lösen jeweils eine weitere Schockwelle aus. Hört sich cool an? Mama. So, und denn Rückkopplung. Schallrückkopplung erzeugen einen riesigen Strudel, der alle Arten von Geschossen einsaugt und ihren Schaden zur Rückkopplung addiert. Nehmen wir gleich mit. Und das letzte, was für das Raumschiff war, pulsotronische Umkehrkanäle. Lenkgeschosse auf feindliche Ziele um, anstatt sie zu vernichten. So, damit haben wir nur noch 25. Aber ist nicht weiter schlimm. Denn wir machen weiter mit der nächsten Mission. Das Armageddon ist schön. Crypto? Ich brauche Daten zur strukturellen Integrität der lokalen Architektur. Ich aktiviere unsere neuesten F-800-Drohnen, um diese herrschaftlichen Bauwerke zu scannen. Lass mich raten. Ich soll für dich auf die Drohnen aufpassen. Hasta la vista, Crypto! Hasta la vista, Crypto. Okay. So wie es aussieht, sollen wir auch das so hinnehmen. Aha, da haben wir die Drohnen. Jedenfalls glaube ich. So, zerstöre einen Geschützturm. Komm schnell! Da wollen uns kein Ding. So, dann wollen wir mal gucken. Nur noch eine Minute. Ruhig. So, dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen Hirn. Ja, verbreitet sich schon mal mein Hirnvirus. So, jetzt haben sie nämlich auch schon Unterstützung bei. Endgültiger Masiana! Noch 30 Sekunden übrig. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Gangster. Ich bin die Joe Friday. Kein Übeltäter. Wer, wo, was schießt auf meine Drohne? 10 Sekunden. Meine Drohne. Bob, ruf die Nachbarschaft. 5, 4. Fallen lassen. Nur noch einscannen und die Analyse der Region ist abgeschlossen. Hast du je Analyse durch Zerstörung in Betracht gezogen? Um die Effektivität unserer Waffen zu bestimmen, ist es unweigerlich nötig, zuerst harte Fakten dazu zu sammeln, wie, naja, hart diese Gebäude sind. Aber ich darf sie dann auch hochjagen, oder? Was soll ich denn jetzt noch geben? Ah! Oh, lass mir meine Drohne rein. Kümmert euch mal um mich hier. So, machen wir mal kurz so. 30 Sekunden, bleib dran. Ja, schon dabei. Okay. Na. So. 10 Sekunden. Vorsichtig bleiben. Komm, lad schneller auf. Gute Arbeit, Crypto. So, betritt das Raumschiff. Na denn, tschüss, Leute. Ich düse hier mal kurz durch.
und renn ins Raumschiff. Jetzt kommt die Armee. Da sind Körper böse. Hier ist eine furchteinflößende neue Waffe für dein Raumschiff. Der Quantendekonstruktor. Er erzeugt eine Druckwelle, die alles vernichtet. Teste ihn an dem Gewerbegebäude von Santa Modesta. Okay. Cool. So, aber wir sagen ja... Ich will hier noch mal ein bisschen was ausprobieren. Zerstören militärische Verteidigungsanlagen. Also bis jetzt haben wir ja keinen wirklichen Zeitdruck. Ach nee, das war falsch. Okay, ist es jetzt vernichtet worden oder nicht? Ah. Okay, passt schon mal. Hauen wir hier einfach mal ein bisschen mit dem Laser rum. Wir sollen ja sowieso alles zerstören. Ups. Ich brauche mehr Verteidigungsanlagen. Waren hier nicht noch mehr? Da ist noch eine Verteidigungsanlage. Rums. Okay. Autsch. Ja, es hat eigentlich ganz gut gesessen. Schön zurück. Gibt einen Bonus. Oh, jetzt ist leer. Gut, dann haben wir die Verteidigungsanlagen und hiervon habe ich jetzt nur noch 0%. Schade. Gut, dann wollen wir mal Santa Modesta so zerstören. Das klappt ja auch so ganz gut. Einmal schön durchlasern. Da haben wir noch Häuschen. Lass die Invasion beginnen. So, hier haben wir alles leer. Machen wir noch Autos kaputt. Nächste Gebäude. Ah, ist das schön. Wir brauchen schon Tankstellen. Das Laser macht immer viel Spaß. So, aber ich brauche mal wieder ein bisschen Energie hier so. Nehmen wir ja gleich das nächste Gebäude mit. Einmal schön lang lasern. Du hast sie beseitigt, die Kakerlaken. Großartig. So muss das. Mission erfolgreich. So, und diesmal auch 100% Gamma-Partikel-Einreicherung. Magnetspeicherfeld. Photonische... Okay. Das viel. So, Kommunistenterror. Rote Untertasse legt Santa Modesta Einkaufsviertel in Schutt und Asche. Na, immer diese bösen Kommunisten. So, eine dann... Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein? Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Jetzt hätten wir auch wieder ein neues Gebiet. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt hier noch Area 42. Sonst haben wir ja sonst alle Herausforderungen abgeschlossen. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier noch einmal um die Herausforderung kümmern. Damit wir das dann halt auch deutlich einfacher haben. Was nehmen wir dann mal mit?
Schwierig, schwierig, schwierig. Hier wäre eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, nochmal ein bisschen Ladung des Moment, zurück. Wir könnten ja hier im Raumschiff den Quantendestruktor vergrößert die Explosionen, okay? Erhöht die Ladung des Quantendestruktors. Oh, beides kriege ich nicht mehr ganz hin. Da fehlen mir auf jeden Fall nochmal. Aber die Schiffsmissionen, da bin ich ja dann halt immer so ein bisschen schlecht. Aber ich denke mal, wenn wir hier nochmal die Ladung erhöhen, dann haben wir schon mal ordentlich was getan. Gut, dann würde ich sagen, zurück nach Area 42. Region erkunden. Und dort werden wir jetzt auch mal gucken, dass wir die Herausforderung durchziehen. Und mit den Upgrades können wir dann weiter voranstürmen. So, dann wollen wir mal gucken. Da hinten haben wir das Rennen. Ich will erst da hinten hin. Drauf gefieft, dass. So, Armageddon. Entziehe. Ja. Jetzt konnte ich nicht richtig sehen. Noch übrig ist, zermahl sie zu Staub. So, wollen wir gleich mal gucken hier. Holy moly. Okay. So, kriegst du zurück. Achso, ist schon leer. So, ich brauche Autos. So. Na, komm. Das wird ein bisschen knapp, denke ich mal. So. Aber noch sind wir ja mit den Bonuswaffen unterwegs. So, jetzt sind die Bonuswaffen auch alle weg. Okay, ich brauche wieder ein Bonusauto. Was kaputt? Ja, ich bin ja schon dabei. Nur noch eine Minute übrig. Halt dich ran. Ja, schon dabei, Boss. Schon dabei. Okay. Nächstes Auto. Okay, da hinten haben wir noch eins. Komm. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Das war sicher teuer. Ich weiß nicht, ob das teuer war. Aber das sieht gut aus. Könnte zwar knapp werden am Ende, aber... Nicht mit der Vernichtungsorgie aufhören! Ja, komm! Jawohl, geschafft! So, jetzt einfach nur noch hier reinlesern. Grenzenloser Zufriedenheit umherwandern. Die neue Waffe hat wirklich gut was ausgerichtet. 2000 Bonuspunkte. Gefällt mir. So, dann einmal landen. Wir haben aber noch ein bisschen. Ich hoffe mal, das war jetzt das Schwierigste. Jetzt möchte ich mal das Rennen machen. Mal gucken. Also, einmal hier. Bis jetzt haben die Skater ja eigentlich immer gereicht. Ich hoffe mal, dass sie es jetzt auch tun werden. Nee, das ist Entführung. Wo ist denn das Rennen? Au. Hört doch mal auf. Das tötet doch kleine Aliens. Ui, wo ist denn der Stab von dem? Ist ja der Wahnsinn. So, einmal durch hier. Da bin ich froh, dass ich die Skater schon habe.
gebrannt. Okay. Alle hab's und zack. Dann bin ich mal gespannt. Nichts geht besser in Schwung als eine Verfolgungsjagd in der Wüste. Lass dich nicht von der Hitze oder den Okay. Darf halt nichts auslassen am besten. Und so schnell wie möglich hinterher. Ah, klappt. Bis jetzt. Ganz gut. So. Ach Mensch, jetzt habe ich schon einen verpasst. Da bin ich nicht gesprungen, weil er mich verabelt hat. Du Veräppler, du. Gute Arbeit, Crypto. Okay, wenn man die Route weiß, dann geht's eigentlich. Aber jetzt noch mal so was macht er denn da? Er fliegt erstmal durch die. Wo ist er hin? Da ist er hin. Beeil dich! Oder bist du marsianischer Faulschleim? Ich bin beides. So, komm hoch hier. Rüberfliegen. Oh Mann. Jetzt kommt hier noch eine schöne Sprungeinlage. Ja. Deine Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Hey, Weltraumratte. Oh, oh, oh. Ich habe eine Kugel mit deinem Namen drauf. Ist das jetzt wirklich dein Ernst hier? Perfekt. Oh, aber 3 Sterne. Wunderbar. Gut. Du bist ja nicht mal ins Schwitzen geraten. Aber das wird sich bald ändern. Alle Sicherheitsdaten an Bord des Mutterschiffs wurden gelöscht. Und ich war es nicht. Also. Na gut. Auch das ist noch sehr gut abgelaufen. Dann hätten wir jetzt noch entweder Entführung oder noch ein bisschen Unruhe stiften. Ich bin für Unruhe. Eieiei, jetzt reicht's aber hier. So. Und Randale. Zerstöre konnte ich leider nicht lesen. Diese menschliche Bedürfnishierarchie. Panzer mit Explosion, okay. Spreng diese Panzer in die Luft, um das Gefühl von Sicherheit in der Armee dieses Arschvogelverlassenen Sandkastens zu erschüttern. Okay. Habe ich hier dann irgendwas Explosives? Okay, das habe ich hingekriegt. Okay. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ein Angriff! Ah, hat's geklappt? Zurück zum Invasionsbereich oder ich schleife dich eigenhändig. Ja, ich muss nebenbei dann halt Waffen wechseln. Aua. Oh, ich habe gar keine Munition mehr. Geht das auch damit? Nein. Es kommt zwar sehr schön viele Panzer, aber das Problem ist, es sind hier kaum explosive Fässer, die ich benutzen kann. Er zählt nur als Kill. Ja, das werde ich wohl wahrscheinlich nicht schaffen. Da wollen wohl. Okay, das hat irgendwie gezählt, glaube ich. Ja, das zählt nur wieder als Kill. Zerstöre die Panzer. Okay, das sieht böse aus. Moment, das nehme ich mal kurz mit.
Das gefällt mir. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder keine Munition. Ich brauche mehr Munition in dem. Du bist tot, Kleiner! Integrator, das klappt sonst nicht. Wer mit dem Rumhalten auf. Das Hochheben hilft zwar, aber auch nur, wenn es ganze Panzer sind. Max, ich will einfach nur Dinge in die Luft jagen. Alles leere Versprechungen. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Da gehen wir nochmal raus, da gucken wir nochmal in den Upgrades nach, ob wir da nicht irgendwie was verbessern können. Also ich hoffe es mal, weil sonst wird das ziemlich schwierig. So, das heißt Krypto und dann... Oder etwas ein wenig persönlicheres. So, von den Explosionen vernichtete Objekte, Fahrzeuge werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, das war mit geringer. Dann machen wir hier mal für 2000. Dann natürlich die Ladung einmal und oh, da brauche ich 3000. Hätten wir sonst noch etwas, was mir dabei helfen könnte? Den Schub haben wir noch nicht freigeschaltet. Ne, Gedankenscan können wir eigentlich auch mal mit upgraden für Holobob. Schaden tut es jetzt nicht. Deutlich. Dauerfeuer erhöht sehr schnell den Schaden am Ziel und kann es in Brand setzen. Feuert bei jedem Schuss 2 weitere Projektile neben den eigentlichen Schuss ab. Okay, das hört sich eigentlich auch ganz cool an. Das Problem ist, können wir uns das leisten. Aber erstmal müssen wir den Ionendetonator. Also da würde ich nochmal die 3000 Farben gehen wollen. Ich werde nochmal 4000 dann nochmal plus machen. Also mache ich jetzt nochmal offscreen so 7000 Punkte. Damit man dann halt sagen kann, okay, gut, man könnte sich dann beides gleich kaufen. Und dann müssen wir es nochmal ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.